Ein Sommermorgen im Schwarzwald 1921. Der Reichstagsabgeordnete Matthias Erzberger kehrt von einem Spaziergang in seinen Urlaubsort Bad Griesbach zurück. Der Mord an dem bekannten Politiker löst ein heftiges Echo aus. Drei Kreuze wirft ihm der Völkische Beobachter, das Kampfblatt der äußersten Rechten, hinterher. Dazu einen gehässigen Nachruf voller Schmähungen, der in dem Satz gipfelt: Er war ein Lump. Die Zentrumszeitung Germania spricht von politischem Mord und sieht in Erzberger das Opfer deutschnationaler Hetze. Die rote Fahne wittert Konterrevolution. Matthias Erzberger wird 1875 in Buttenhausen auf der Schwäbischen Alb geboren. Das Dorf mit seinen rund 700 Einwohnern ist zur einen Hälfte protestantisch, zur anderen Hälfte jüdisch. Gleich neben Erzbergers Geburtshaus steht damals die Synagoge. Heute erinnert daran ein Gedenkstein. Die Erzbergers gelten als wohlangesehene Familie in Buttenhausen, wenn sie auch als Katholiken zu einer winzigen Minderheit gehören. Im katholischen Nachbardorf Bichishausen besucht Matthias Erzberger die Schule, wo er als begabt, fleißig und wissbegierig auffällt. Nach dem Schulabschluss wird er zur Lehrerausbildung zugelassen und arbeitet einige Jahre als Volksschullehrer. Politisch schließt er sich in dieser Zeit der Zentrumspartei an, die die Interessen der katholischen Bevölkerung im überwiegend protestantischen Deutschen Reich vertritt. Mit erst 28 Jahren wird er in Biberach als Kandidat für die Reichstagswahlen aufgestellt. Matthias Erzberger gilt in der Zentrumspartei als Enzyklopädist des württembergischen Alltags, als einer, der die Sorgen und Nöte der Kleinbürger, Handwerker und Bauern kennt und bei allen Problemen mit praktischem Rat hilft. So sehen ihn auch die Wähler. . 1903 geht Erzberger als jüngster Reichstagsabgeordneter nach Berlin. Berlin, das ist am Anfang des Jahrhunderts die selbstbewusste und stolze Hauptstadt des Kaiserreiches, die pulsierende preußische Metropole. Zur besseren Gesellschaft kann hier nur gehören, wer Geld und Eleganz besitzt, von Adel ist oder mindestens Offizier. Auch der Reichstag hat seine ehernen Gesetze. Die Tätigkeit im Parlament gilt nicht als Arbeit. Es gibt auch keine Diäten. Die meisten Abgeordneten betreiben ihr Mandat eher mit der linken Hand, neben anderen Beschäftigungen. In den Fraktionen gilt eine strenge Honoratioren-Rangfolge. Allzu viel Arbeitseifer erweckt Stirnrunzeln. Matthias Erzberger, der die Rolle des Parlaments sehr ernst nimmt, gerät mit diesen Regeln bald in Konflikt. Der heimischen Frömmigkeit und dem Katholizismus bleibt er auch im fernen Berlin verbunden. Wenn möglich, besucht er jeden Morgen den Gottesdienst. Seine Herkunft aus bescheidenen Verhältnissen leugnet er nicht. Im Gegenteil, er versteht sich nun im Reichstag als Anwalt der einfachen Leute, der Bauern und Handwerker. Er beantwortet im Jahr mehrere hundert Briefe mit Bitten und Fragen.
Politik ist für Erzberger ein Beruf, der Verantwortung und Engagement verlangt. Bei aller Arbeit gewinnt er dem Reichstag durchaus heitere Seiten ab. Doch bei der Behandlung von Sachthemen ist er unnachgiebig. Als er 1906 Bestechungsaffären und Veruntreuungen in der Kolonialverwaltung aufdeckt und die Misshandlung von Eingeborenen anprangert, macht er sich zum ersten Mal mächtige Feinde. Dass er als Zivilist bald der beste Kenner in Rüstungsfragen wird, macht ihn nicht beliebter. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges unterstützt Erzberger noch die aggressiven deutschen Ziele. Doch er begreift sehr schnell die ausweglose Lage der deutschen Truppen. Weil er verhindern will, dass ein völlig besiegtes Deutschland zerstückelt wird, stellt er sich für die Waffenstillstandskommission zur Verfügung. Im Eisenbahnwagen von Compiègne, in Trier und in Spa leitet Erzberger die deutsche Delegation. Seine Unterschrift besiegelt die Waffenstillstandsbedingungen. Mit dieser Unterschrift wird Matthias Erzberger für weite Kreise der Rechten zum Volksfeind Nummer 1. Fort mit Erzberger. Erzberger, der Totengräber des Deutschen Reiches. Erzberger, der Reichsverderber. Diese Hetze gilt nicht nur Erzberger, der mittlerweile als Minister auf der Regierungsbank sitzt, sondern der Demokratischen Republik, die erst vor kurzem Philipp Scheidemann ausgerufen hat. Arbeiter und Soldaten, das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Im März 1920 erschüttert der Kapp-Putsch das Land und legt die Reichshauptstadt lahm. Teile des Militärs und enttäuschte Monarchisten wollen die Republik von Weimar mit Drohungen und nackter Gewalt zu Fall bringen. Besonders tun sich dabei die Freikorps hervor, als Sammelbecken für unzufriedene ehemalige Frontsoldaten. Allen voran marschiert die Marinebrigade Erhard. Ihr Anführer, Kapitän Erhard, begeistert seine Männer mit rechtsradikalen und judenfeindlichen Parolen. Hakenkreuz am Stahlhelm, schwarz-weiß-rotes Band. Die Brigade Erhard werden wir genannt. In dieser Atmosphäre politischer Hetze werden Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg und der bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner ermordet. Währenddessen hat Matthias Erzberger, jetzt als Finanzminister und damit einflussreichster Politiker, neue Feindschaft heraufbeschworen. Er setzt eine Steuerreform durch, nach der erstmals auch Kriegsgewinnler und Reiche deutlich zur Kasse gebeten werden. Karl Helferich, den Hauptorganisator und Geldgeber der Pressekampagne, zeigte wegen Beleidigung an, um sich gegen die immer wüstere Hetze zu wehren. Doch der Prozess wird für ihn zum Fiasko. Er unterschätzt die gehässige Wut seiner Gegner und die fatale Schwäche der Justiz. Aus dem Prozess gegen Helferich wird ein Tribunal gegen den Politiker und Menschen Erzberger. Er versucht, sich mit einer Darstellung seiner Tätigkeit zu rechtfertigen. Doch gegen Kübel von Schmutz ist er machtlos. Politiker oder Schieber? Gerichtstage über Erzberger. Erzberger wird als zynischer Absahner im Gewande eines Dr. Faustus gezeichnet. Sein Gesicht in der Karikatur zur Fratze entstellt. Schließlich gerät der Katholik Erzberger mitten in die Anti-Juden-Hetze. Unter dem Eindruck dieser Demontage seiner Person tritt Erzberger als Minister zurück. Erzberger kommt wieder. Auch die Vorbereitungen für eine Rückkehr in die Politik werden von der rechten Presse begleitet. Im August 1921 wird Matthias Erzberger im Schwarzwald ermordet. Täter sind zwei ehemalige Offiziere der Marinebrigade Erhard. Sie handeln auf Befehl der geheimen Nachfolgerorganisation Konsul. Sie werden später zu Protokoll geben: Unsere Kreise sahen in Erzberger und mit uns wohl weite Kreise des deutschen Volkes einen Volksschädling. Er war in unseren Kreisen der bestgehasste Mann.
Matthias Erzberger wird am 31. August in Biberach beigesetzt. Tausende von Menschen schließen sich dem Beerdigungszug an, darunter hohe Politiker und Kirchenmänner. Reichskanzler Josef Wirth sagt in seiner Grabrede: Das Vaterland ist in Gefahr. Gott segne, lieber Freund, dein Werk, die Verfassung des Deutschen Reiches, den demokratischen Volksstaat. Doch der heftigste Protest gegen die Ermordung Erzbergers kommt nicht von seiner eigenen, der Zentrumspartei, sondern von Kommunisten und Sozialdemokraten, die Erzberger politisch stets als Gegner sah. Allein im Berliner Lustgarten versammeln sich 500.000 Menschen zu einer Kundgebung gegen die Gefahr von rechts. Zur gleichen Zeit hört man bei deutschnationalen Jubelfeiern Folgendes: Nun danket alle Gott für diesen braven Mord. Den Erzhalunken scharrt ihn ein. Heilig soll uns der Mörder sein. Die Fahne schwarz-weiß-rot. Erzbergers Mörder sind bald ermittelt. Ihre Namen Heinrich Schulz und Heinrich Tillissen. Die Fahndung gestaltet sich jedoch schwierig, da die Mörder mit Hilfe der bayerischen Polizei ins Ausland fliehen können. Die internationale Suche bleibt ohne Ergebnis. Die Untersuchungsbeamten halten dies nicht für zufällig. Sie haben den Eindruck, auch im Inland die Rechtshilfe nicht zu finden, wie man es sonst bei Kapitalverbrechen gewohnt war. In deutschnationalen Kreisen geben sich Hochstapler und Betrüger als Erzberger Mörder aus und erzielen damit erstaunliche Erfolge. Offen wird die Drohung ausgesprochen, so wie Erzberger wird es allen Verteidigern der Weimarer Republik ergehen. Mit der Dolchstoßlegende wird Matthias Erzberger noch lange nach seiner Ermordung zur Zielscheibe von Hetze und Verleumdung. Seine Mörder werden 1933 unter Straffreiheit gestellt. Erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wird, auf Anweisung der amerikanischen Militärbehörde, über den Erzberger Mord verhandelt. Heinrich Tillissen legt ein umfangreiches Geständnis ab. Doch das Freiburger Gericht beschließt, das Verfahren wegen der Amnestie von 1933 einzustellen. Dieser Schritt, vor allem die Berufung auf Willkürrecht der Nazis, löst empörte Reaktionen aus. Die Militärbehörde, diesmal die französische, setzt den Richter ab und ordnet einen neuen Prozess an. Vor dem Oberlandesgericht Konstanz schließlich wird Heinrich Tillissen wegen Mordes an Matthias Erzberger zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. 1950 wird Heinrich Schulz zu 12 Jahren Haft verurteilt. Schon 1952 jedoch befinden sich beide Erzberger Mörder wieder auf freiem Fuß. Aus dem Nachruf der Weltbühne auf Matthias Erzberger: Gehasst, weil du Konkursverwalter der Pleitefirma Deutsches Reich, liegst du zerschossen als ein kalter und toter Mann. Und Deutschland ist das gleich. Das kann der Deutsche nicht vertragen, dass einer ihm die Wahrheit sagt, dass einer ohne Leutnantskragen den Landsknechtgeist von dannen jagt.